So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und was soll ich sagen, Iswo und Hannes sind weg, sind nicht mehr da. Zeit ein bisschen aufzuräumen, Pfand wegbringen. Denn als die da waren, die haben etliches getrunken, Schwippschwapp, Apfelsaft, Milch, hier Faxe, ne? Lauter so heftige Sachen halt, die man kennt. Und es gab auch einige Getränke, da ist kein Pfand drauf, die müssen wir hier nicht erwähnen. Die hat man getrunken und danach sich Jobs verteilt. Das war auch herrlich, ne? Wenn ihr die Videos gesehen habt, wenn ihr das alles verfolgt habt, ihr wisst ja Bescheid. Und jetzt geht's ans Aufräumen. Das heißt, ich habe mir jetzt erstmal meine Sackkarre geholt, die ich mir extra wegen der Naturinwanderung gekauft habe. Und habe da jetzt schon mal hier 3 Sternburg-Kästen drauf gebaut. Das ist nicht alles. Das ist nur der Anfang, ja? Also ich werde jetzt erstmal rübergehen, Rewe, werde das abgeben. 3 Kästen, Pfandzettel holen, zurückgehen, weiter abgeben, hin und her. Mal gucken, wie viel wir am Ende rauskriegen an Pfand, was die 2 Dicken, Hannes und Iswo, also an Barem übrig gelassen haben, wovon ich mir dann erstmal schön Pokécoins aufladen werde, glaube ich. Was, wenn ich tippen müsste, was würde ich sagen? 30 Euro vielleicht, ist bestimmt nicht viel, also klingt nicht viel, 30. Vielleicht ist 30 auch zu hoch, ich habe keine Ahnung. Es sind ein paar Beutel da mit Pfandflaschen, noch 2 Cola-Kästen, ein Bierkasten noch, das sind 3. Rechnet es euch selber aus, ihr könnt ja zwischendurch immer gespannt zuschauen, wie viel es dann am Ende wird. Jetzt hole ich erstmal hier, nehme meinen Sackkarren, in der Hoffnung, dass der jetzt nicht umfällt. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Zerr den rüber zum Rewe und dann hole ich das nächste. Ich werde euch zwischendurch immer den Zettel zeigen oder die Abgabe, wenn ich drauf drücke. Mal gucken, wie viel es wird. So, 9 Euro noch was für die erste Fuhre. Nicht schlecht. Jetzt habe ich hier aber noch 2 Mischkisten. Das heißt, hier ist Limo, ne? Seht ihr hier, Cola Fanta Sprite, alles was Pupsis Herz begehrt. Und noch eine Kiste Bier, Sternburg. Das ist Nummer 2. Ist das jetzt mehr oder weniger als die erste Fuhre? Ich kenne mich da ja gar nicht aus. Guck mal, was jetzt rauskommt. So, die 2. Sackkarre ist auch vor. Das waren wieder 9 Euro, noch was. Also ich glaube, es waren mehr als beim ersten Mal, aber nur geringfügig. Obwohl die Bierflaschen ja nur 18 geben und die Limoflaschen 15. Dafür waren es aber halt auch weniger. Irgendwie habe ich aber gesehen, dass bei den Kästen es nur 59 Flaschen gezählt hat. Einen hat es gar nicht gezählt, da war nämlich eine andere Sternburg, also statt einer Sternburg, eine andere drin, eine Krombacher. Hat sich gesagt, nö, die gönnen wir uns. Jetzt habe ich nochmal geholt. Das ist jetzt die letzte Fuhre. Und das sind jetzt Beutel. Und was da drin ist, das seht ihr hier. Da ist hier einen ganzen Sack voll Dosen. Ja. Iswo mit seinem Paulaner Spezi. Hannes mit seinem Red Bull. Das ging ja den ganzen Tag ab. Dann haben wir hier noch Limos, Colas, alles. Energy, sonst wie Limo. Jetzt fällt gleich alles um. Hier seht ihr ganz gesund. Wasser natürlich. Und nochmal Cola für Pupsi. Nochmal Limo, nochmal Cola. Nochmal hier Mineralwasser. Wurde auch viel getrunken. Und Faxe natürlich. Eigentlich wollte der Hannes, glaube ich, 3 Dosen kaufen und mitnehmen. Wegen den schönen Bildern, aber ja, keine Ahnung. Könnte man direkt wieder ein Gewinnspiel draus machen und sagen, guck mal hier, Stone Cold Steve Austin, Faxe-Dose, hier, keine Ahnung was. Wer hat die denn gekauft? Weiß ich nicht. Und Edge und alles, aber nö, hat keiner mitgenommen. Ich muss lernen loszulassen, deswegen gebe ich das jetzt einfach alles ab. Ich sehe jetzt bei ca. 20, habe ja gesagt, so mit 30 rechne ich, das könnte natürlich aber jetzt noch mal mehr als 10 sein. Vielleicht 40 insgesamt, ich weiß es nicht, bin gespannt. Gucken wir mal, hauen das noch rein und dann sehen wir den Endstand beim großen TV Total Pfand abgeben. So, nächstes Problem, jetzt habe ich 26 Euro noch mal rausgefischt, aber Stau auf der Multisort. Der eine ist also dicht. Jetzt muss ich den Zettel so rauslassen. Es gibt aber noch einen zweiten. Das heißt, ich bin noch nicht fertig. Ich gehe noch mal fix rein. Gebe noch den Rest ab am zweiten. Mal gucken, ob der es durchhält oder ob der auch verstopft ist. Sonst dauert es ein bisschen länger.
So, vier Zettel sind es jetzt also geworden, sind knapp um die 50 Euro. Und obwohl ich nur die vier Zettel abgeben will, nehme ich mir natürlich einen Wagen, weil ich immer einen Wagen nehme. Obwohl die böse Rewe-Frau immer behauptet, dass ich jedes Mal ohne Wagen reinrenne und sich sogar schon bei den anderen Kunden ausheult, kann ich nicht verstehen. Ich nehme immer einen Wagen, selbst wenn ich mir nur einen Semmel hole, selbst wenn ich mir nur ein Bier hole, selbst wenn ich nur einen Zettel abgebe. Ich nehme immer einen Wagen, aber soll sie halt erzählen. Wir sehen uns gleich, wenn wir es einkassiert haben. So, da sind wir wieder draußen. Wie gesagt, 50 Euro habe ich jetzt bekommen. Also 50, 73 waren es ganz genau. Steht auch nochmal alles hier drauf. 10 Millionen Flaschen, 100 Stück für 25 Cent, 23 Stück für 25 Cent, 59 Stück für 8 Cent, 3 mal 1,50, das war hier Kasten, Pfand irgendwas, 24 Stück mal 15, 20 Stück mal 8, 3 Stück 1,50, nochmal 3 Kästen, 6 Stück 15 Cent und 2 Stück 8 Cent. Keine Ahnung, so dass alles so penibel aufgeschildert ist. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt hier die Kohle abgeholt, ne? Das heißt, es sind schon wieder 50 Euro für Pokémon Go und ein bisschen was Kleines. Beziehungsweise lade ich ja eh nur das große Paket auf. Ich brauche also nochmal 50. Und dann hole ich mir das große, denn das 100er Dialga muss noch drin sein. Shiny egal, 100er Dialga muss. Und ich werde raiden bis zum Umfallen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Danke an Hannes und Ispo für die Pokécoins. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.